Wir sprechen gleich weiter mit Walter über die neuen Regeln. Und den Schiri-Boss. Die müssen die Schiedsrichter jetzt beachten. Und darüber sprechen wir mit Lutz Michael Fröhlich, dem DFB-Schiri-Boss, nach einer kurzen Pause. Ganz herzlich willkommen zurück zur Lage der Liga mit Walter Straten und wir haben Besuch im Studio bekommen. Schön, dass Sie mit dabei sind. Lutz Michael Fröhlich, DFB-Schiri-Boss. Guten Morgen, ja. Hallo. Neues Spiel, neues Glück heißt es ja eigentlich. In diesem Fall heißt es neue Saison, neue Regeln, oder? Ja, wobei sich im Regelwerk jetzt nicht so viel Bedeutendes verändert hat. Also zusammengefasst halt die Dinge, die sich wahrscheinlich im Spiel am ehesten darstellen, ist zum einen bei Notbremsensituationen oder bei Situationen im Strafraum, wenn es Strafstoß gibt, dass man letztendlich eine Reduzierung der Strafe vornehmen kann als Schiedsrichter, wenn es sich um eine ballorientierte Aktion handelt. Bis jetzt war das immer nur auf Fußangriffe, also auf ein Tackling bezogen. Jetzt ist es halt so, auch wenn ein Spieler zum Beispiel mal hält, kurz im Zweikampf, dass solange es noch mit ballorientiert ist, der Schiedsrichter jetzt bei einer Doxo, also bei einer klaren Torschance, nicht rot sein muss, sondern dann eben nur die gelbe Karte zeigt. Das wird sich sicherlich auswirken. Wichtig ist noch der zweite Aspekt, dass Torjubel explizit als Nachspielgrund mit in das Regelwerk mit aufgenommen wurde. Und die dritte Regeländerung betrifft eigentlich auch nur so eine sprachliche Nuance, dass bei Abseits, wenn ein Abwehrspieler versucht, den Ball zu klären und der geht anschließend zu einem Abseits stehenden Spieler, dass da bis jetzt immer von Absicht die Rede war und jetzt ist von kontrolliertem Spielen des Balles die Rede. Das sind eigentlich die drei wesentlichen Regeländerungen, die sich jetzt irgendwo auch im Spielbetrieb auswirken werden, was der Fußballfan jetzt auch mitbekommt. Thema Nachspielzeit. Wir erleben ja bei der Frauen-WM gerade sehr lange Nachspielzeiten. Ja. Und deswegen war ich total verblüfft gestern Abend beim Supercup-Spiel, als auf einmal nur 2 Minuten hochgehalten wurde. Das widerspricht doch den neuen Regeln. Jubeln wird mit einberechnet und ja, das. Also wir haben den Torjubel, der mit einbezogen werden soll. Wir haben natürlich letztendlich auch die Auswechselslots, die mit einbezogen werden sollen. Selbstverständlich Spielerbehandlungen, Verletzungsunterbrechung oder Trinkpausen zum Beispiel oder auch natürlich Videoassists. Das war gestern von der Nachspielzeit her vielleicht ein bisschen dürftig, aber wir haben im Moment, das sehen wir jetzt auch schon bei den Spielen in der zweiten Bundesliga, eine durchschnittliche Nachspielzeit von über 8 Minuten in den Spielen. Ich denke, dass man sich daran orientieren muss und dass das letztendlich dann auch den Spielbetrieb kennzeichnen wird in der nächsten Saison. Ist das Ziel dieser Regeländerung, dass sich die Netto-Spielzeit verlängert? Zumindest ist das mit ein Ziel. Die Nettospielzeit ist nicht unbedingt abhängig davon von der Nachspielzeit. Es gibt auch noch andere Indikatoren, die Nettospielzeit maßgeblich beeinflussen. Zum Beispiel die Anzahl der Fouls in einem Spiel. Jedes Foul ist ja auch eine Spielunterbrechung. Aber es ist mit ein Ziel, dass die Nettospielzeit erhöht wird. Dass der Gedanke, der dahinter steht, ist, Fußball ist attraktiv, wenn der Ball rollt, wenn der Ball im Spiel ist. Und das ist das Ziel. Aber warum macht man denn nicht gleich wie in anderen Sportarten auch wirklich Netto-Spielzeit? Ja, das wäre doch eigentlich dann der logischere Schritt, als jetzt sich immer mehr an die Nachspielzeit anzuhängen. Stand das auch zur Diskussion? Also war das, Überlegungen? Es wird im Moment diskutiert, klar. Aber der Fußballsport will versuchen, jetzt im Moment auf dieser Basis erstmal die Nettospielzeit zu erhöhen. Man befürchtet, wenn es zu einer reinen Nettospielzeit kommt, dass die Spielzeit sich dann letztendlich, also die Zeit, die man für ein Spiel aufwendet, noch weiter ausdehnt. Oder will man einfach an dem Klassiker festhalten, ein Fußballspiel dauert 90 Minuten? Walter, so einfach war es vor 60 Jahren. Was ein Herberger. Ja. Nee, aber das ist 90 Minuten, ist natürlich so, jeder weiß, was 90 Minuten sind, nämlich ein Fußballspiel. Das ist natürlich schon eine Marke, die der Fußballsport geschaffen hat. Ja, 90 Minuten plus Nachspielzeit. Was aber unabhängig von den Regeln, Herr Fröhlich, auch ein ganz großes Thema letzte Saison war und sicherlich auch diese Saison sein wird, ist die Art und Weise, wie mit Schiedsrichtern umgegangen wird. Sowohl von Seiten der Spieler als auch teilweise von Fans. Wie blickt man auf dieses Thema und wie will man die Schiedsrichter in der neuen Saison davor schützen? Gehen wir erstmal aufs Spielfeld.
wir haben mit den Schiedsrichtern jetzt im Trainingslager auch nochmal die ganzen Aspekte durchgesprochen. Und es gibt zwei Komponenten der Unsportlichkeiten, wo die Schiedsrichter sehr konsequent und sehr klar und vor allen Dingen sehr einheitlich und nicht nur für ein paar Wochen, sondern durchgängig nachhaltig agieren sollen. Das ist zum einen die Unsportlichkeiten bei Spielverzögerungen oder Verhinderung von schnellen Spielfortsetzungen. Auch da wieder, Ball im Spiel ist attraktiv. Und einen unsportlichen Vorteil sich verschaffen, indem man eine Spielfortsetzung verhindert, ist eben gelbwürdig. Die zweite Komponente bei den Unsportlichkeiten ist das Mobbing der Schiedsrichter, Anrennen der Schiedsrichter, Reklamationen, verbale Attacken und aggressive Präsenz rund um die Entscheidungen der Schiedsrichter. Auch da sollen die Schiedsrichter konsequent bleiben, alle konsequent bleiben und da rigoros durchgreifen. Und die zweite Komponente ist das, was außerhalb des Spielfeldes passiert. Bierbeschütten haben wir jetzt erlebt. Wir haben auch, sagen wir, es geht ja auch bis in die sozialen Netzwerke rein, Beschimpfungen von Schiedsrichtern. Da sind wir so ein bisschen auch auf Hilfe von außen, auf Hilfe des Verbandes, insgesamt auch auf Strafkataloge angewiesen. Da können wir wenig beeinflussen, da können wir nur Berichte machen und hoffen, dass wir da breite Rückendeckung bekommen. Ist die Verrohung, die es in der Gesellschaft ja ohnehin gibt, also nicht nur Schiedsrichter betrifft, aber Schiedsrichter im Speziellen, es gab ja schon Schiedsrichter, die unter Polizeischutz gestellt werden mussten, ist die Verrohung gefährdend für die Bundesliga oder für den Fußballsport insgesamt? Es ist, ich finde, das ist zumindest eine Image-Schädigung für den Fußballsport. Ich finde, dass der Fußball, insbesondere der Fußball, dadurch gekennzeichnet werden sollte, dass es zum einen natürlich attraktiver, toller Sport ist, aber zum anderen auch, dass da eben respektvoller und vernünftiger Umgang gelebt wird. Das strahlt in die Gesellschaft aus. Und ich bin der Überzeugung, dass das, was in der Bundesliga passiert, ausstrahlt bis in die Basis, auf den Spielplätzen, in den Kreisligen. Und da sind alle in der Verantwortung, die Schiedsrichter, indem sie dagegen konsequent vorgehen, gegen Unsportlichkeiten, aber auch Trainer und Spieler, indem sie etwas anderes vorleben, was an der Basis, sag ich mal, positiv nachgeahmt werden kann. Aber was auch negativ ist, zum Beispiel, Entschuldigung, wenn ich reingrätsche, dieses ständige Lamentieren und dem Schiedsrichter sagen, jetzt guck dir das auf dem Video nochmal an. Ja. Ist das nicht klarer Gelb, wenn dich ein Spieler auffordert, guckst du im Video an, Gelb? Ja, das ist auch eins der Dinge, wo die Schiedsrichter klar auch verwarnen sollen. Wenn Videoassists, wenn die Spieler dieses Zeichen machen oder auch das Fordern von gelben Karten für andere Spieler oder für Trainer, das alles soll eigentlich verwarnt werden. Was haben Sie für ein Gefühl, wie dieses Thema im internationalen Vergleich gesehen wird? Ist das ein großes Problem in Deutschland und in den anderen Ligen? Ist es weniger groß? Nee, das ist ein Problem, was nicht nur Deutschland betrifft. Mhm. Das betrifft eigentlich alle Nationalverbände. Und wir haben uns auch auf UEFA-Ebene darüber verständigt, dass zumindest auch erstmal die großen Nationalverbände hier Vorreiter sind, England, Italien, Spanien, und da gemeinsam sehr konsequent gegen diese Unsportlichkeiten, gegen dieses respektlose Benehmen vorgehen, und die anderen Nationalverbände werden da mit ganz, ganz sicher nachziehen. Walter, Herr Fröhlich hat es ja schon gesagt, das geht ja dann auch auf die Basis des Fußballs und schädigt das Image. Hast du das Gefühl, dass dieses Thema im Fußball besonders präsent ist und in anderen Sportarten weniger? Naja gut, Fußball ist natürlich der weit verbreitendste Sport, deswegen passiert da auch viel, also auch in den unteren Ligen. Und wenn man mal so die Gewaltbilanzen liest, was da in Kreisliga oder bei Jugendspielen abgeht, das ist schon erschreckend. Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt nur der Zusammenhang zur Bundesliga ist, das schlechte Verhalten sozusagen imitiert und verschärft wird. Das sind natürlich auch noch gesellschaftliche Konflikte, die da ausgetragen werden. Aber das ist insgesamt schon auf einem sehr schwierigen Pfad alles. Ja gut, der Fußball ist in Deutschland Volkssport und hat natürlich eine gesamtgesellschaftliche Wirkung auch. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir gerade beim Fußball anfangen, wieder diese Themen Respekt und vernünftigen Umgang zu leben. VAR, das war so ein Aufreger in der letzten Saison. Man hätte gedacht, mit Video wird alles richtig, und dem war nicht so. Bei der Frauen-WM wird, finde ich, ganz gut vom Schiedsrichter oder der Schiedsrichterin erklärt, warum man jetzt so und so entscheidet. Jetzt haben Sie gesagt, die Bundesliga ist noch zu unreif dafür, das auch zu übertragen, dass man den Zuschauern
quasi durch die Stimme des Schiedsrichters erklärt, was da jetzt eigentlich los ist auf dem Platz. Warum eigentlich? Na, ich glaube nicht, dass die Bundesliga unreif ist. Ich glaube, dass das Thema, dass das Thema im Moment bei uns noch nicht so weit ist. Wir wollen jetzt erstmal abwarten, was wir sind da total offen für. Das ist nicht das Thema, sondern wir wollen jetzt mal abwarten, wie auf internationaler Ebene die FIFA, wie die das auswertet, was da für Ergebnisse rauskommen, was da für Erkenntnisse rauskommen. Und gehen Sie davon aus, dass das, wenn da die Ergebnisse entsprechend das hergeben, dass wir dann auch relativ schnell dann auch in diese Linie reingehen. Ich würde Dennis Aitken gerne hören, dass er uns erklärt, warum er in dem Moment Elfmeter gepfiffen hat zum Beispiel. Ja, ich denke, das geht in diese Richtung. Ganz Schritt für Schritt. Wir gehen in Richtung oder sind schon angekommen bei der 61. Bundesliga-Saison. 60 Jahre Bundesliga weiter. Wir haben da ja auch ein spezielles Buch, eine Sonderausgabe. 60 Jahre Bundesliga. Herr Fröhlich, Sie sind ja auch schon ein paar Jahre im Geschäft mit dabei. Was war Ihr persönliches Highlight in diesen 60 Jahren Bundesliga? Können Sie sich an einen bestimmten Moment erinnern? Also Highlights, da könnte man tatsächlich ein gutes Buch alleine mit Highlights schreiben. Aber ich denke, wenn man mal, da gab es mal einen Abpfiff einer Halbzeit nach 30 Minuten, glaube ich, oder 32 Minuten. Und wir wissen alle, wer der Schiedsrichter war. Ja, genau. Wann war das? Oh, das ist 70er? 70er, ja. Da, also ich war noch nicht in der Bundesliga Schiedsrichter, ganz definitiv. War der Herr Ahlenfelde, du hast noch nicht geboren. Sage ich dir, es war der Herr Ahlenfelder beim Spiel, ich glaube Werder Bremen gegen Kaiserslautern oder umgekehrt. Ja, ich glaube Hannover. Bremen. Oder, Hannover. Ja. Wie auch immer, er hat entschieden, nach 30 Minuten in die Halbzeit zu pfeifen oder 32 Minuten. Dann wurde er darauf aufmerksam gemacht. Okay. Er wollte immer noch nicht und dann hat er sich dann doch überzeugen lassen, dass er ein bisschen weiterspielt. Der Hintergrund war der, ganz kurz erzählt, ja. Hat er auch zugegeben, er hatte zum Mittagessen Bier und Korn, Mengen wissen wir nicht, zu sich genommen. Viel wahrscheinlich. Und deswegen war das besonders lustig. Aber Alkoholkontrollen gibt es ja nicht für Schiedsrichter, ne, vor dem Spiel. Nee, kann ich aber mir halt auch nicht so vorstellen, dass sowas passiert. Nee, definitiv nicht, nee. Das war die gute alte lustige ja. Zeit. Walter, wie lange bist du eigentlich schon bei Bild? Was für eine gemeine Frage. Ich bald 44 Jahre. Schaffst du 60 Jahre Bild wie 60 Jahre Bundesliga? 60 werde ich wohl nicht schaffen, aber ich bleib noch ein bisschen. Wir brauchen dich auf jeden Fall noch ein bisschen und auch noch für ein paar Sendungen. Herr Fröhlich, besten Dank für Ihren Besuch. Sehr gerne. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ich hoffe, wir dürfen Sie in der laufenden Saison weiterhin begrüßen. Und Walter, dich natürlich auch abwechselnd gerne. Mit Alfred Draxler jeden Sonntag. Und ansonsten sehen wir uns mit Lage der Liga nächsten Sonntag wieder um die gleiche Uhrzeit. Wir freuen uns alle, dass es losgeht. Herr Fröhlich, Ihr Tipp noch ganz kurz. Wer wird Meister? Haben wir mit Walter, Alfred, Didi und Christian auch kurz besprochen. Okay, also jetzt leben wir schnell. Einen Moment. Ganz schnell. Schnell. Die Zeit läuft. Borussia Dortmund. Hey. Borussia Dortmund, damit verabschieden wir uns. Die hatten wir noch gar nicht heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hier geht es jetzt weiter mit International.